Herzlich willkommen zu History TV. Auch heute begrüße ich wieder Ferdinand Ziesche, unseren Alstertal-Historisch-Experten. Hallo, Herr Ziesche. Hallo. Über welches spannende Thema aus vergangenen Zeiten sprechen wir beide denn heute? Über Bäume. Über Bäume? Ja, Bäume sind Zeitzeugen. Denn wenn man heute mal durch Ortschaften geht, dann sieht man ab und zu mal einen einzelnen Baum stehen oder mal eine Baumreihe. Richtig. Und dahinter, da ist überhaupt nichts. Und dann wundert man sich und fragt sich, was ist denn, hat dann früher mal dahinter gestanden, hinter diesen Bäumen. Und Bäume sind tatsächlich Zeitzeugen. Wenn man dann nämlich sich mal ein historisches Foto vornimmt und sieht diese Baumreihe, wo ja jetzt im Moment gar nichts mehr dahinter steht, da sieht man herrliche Gebäude. Ja. Und manchmal hat sich auch sehr Leben dorthinter abgespielt, was dann auf historischen Fotos festgehalten wurde. Und das hat mich interessiert und dann bin ich auf dieses Thema gekommen, dass Bäume Zeitzeugen sind. Und diese Zeitzeugen schauen wir uns jetzt sowohl auf historischen als auch auf aktuellen Bildern an. Gasthof Ellerbrook, altbewährtes Restaurant von Poppenbüttel mit großem herrlichen Garten, schattigen Laub und Spaziergängen. So warb der damalige Gastwirt Ellerbrook im Jahre 1900 um seine Gäste. Er bot seinen Gästen einen bequemen Ausspann, eine Kegelbahn und Turngeräte an. Das Foto entstand 1955, zu der Zeit wurde bei Ellerbrook auch getanzt. Heute stehen nur noch die sieben Linden, die dem Gasthof zu damaliger Zeit im Volksmund den Namen Gasthof zu den sieben Linden gaben. Nachdem der Bäckermeister Diener unmittelbar an der unteren Schleuse, der Kassen- und Kammerschleuse in Poppenbüttel, der späteren Bäckerbrücke seine Bäckerei aufgegeben hat, gründete August Reinhardt 1883 die Bäckerei und Konditorei Reinhardt an der heutigen Poppenbütteler Hauptstraße. Der Bäckermeister lieferte Brot und Kuchen mit Pferd und Wagen in die umliegenden Dörfer, sogar bis Fuhlsbüttel und Eppendorf. Wenn auf die andere Alsterseite geliefert werden musste und die hölzerne Fahrbrücke über die untere Schleuse mal repariert werden musste, wurde der Fluss durch die Furt zwischen den beiden Schleusen überquert. Auf dem Bild von 1913 ist die zweite Bäckergeneration zu sehen. Paul Reinhardt mit Ehefrau Auguste und den Kindern Walter, Willi, Hertha und Ernst, der spätere Besitzer der Bäckerei. Nach dem Tod von Ernst Reinhardt 1969 sah Emma Reinhardt, seine Frau, nur mit einer Komplettsanierung die Möglichkeit, die Bäckerei zu halten. So entstand am gleichen Platz, die Bäume bezeugen es, ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit einem Café. In diesem Haus gab es einen Kram- oder Krämerladen, also einen Vorläufer der heutigen Supermärkte. Zwei Linden aus der Baumreihe stehen heute noch, direkt gegenüber von dem Hotel Poppenbüttler Hof. In dieses Gebäude zog die Haspa ein, heute befindet sich hier ein Sonnenstudio. Hier sehen Sie das Erholungsheim Eduard Lippert mit der Lindenreihe und dem damaligen Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr im Hintergrund. Die Aufnahme entstand ca. um 1900. Eduard Lippert war Gutsbesitzer von 1896 bis 1911 von Hohenbuchen. Er war auch ein großer Wohltäter. Er kaufte das große Haus am Marktplatz von dem Arzt Dr. Müller und richtete dort ein Erholungsheim für berufstätige Frauen ein. Das Haus hatte Platz für 30 Erholungssuchende und es stand auf dem heutigen Gelände der Marktkirche, etwa an der Stelle, an der heute das Gebäude des Kirchenkindergartens steht. In den 50er Jahren wurde das Gebäude als Pastorat benutzt. Es wurden Gottesdienste abgehalten, Taufen und Konfirmationen durchgeführt. Die Lindenreihe steht heute noch, ebenfalls das alte Spritzenhaus im Hintergrund. Heute wird es von einer Pfadfindergruppe genutzt, jedoch an der Stelle des Erholungsheims steht heute das Gebäude des Kirchenkindergartens. Ja, Herr Ziesche, vielen Dank für die interessanten Fotos, die Sie uns heute mitgebracht haben. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.